So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Wie angekündigt, habe ich ja für diese ab dieser Woche meinen ganzen Content ein bisschen umgestellt. Und ja, das erste Game Reaction ist heute am Start mit einem Spiel, was ich jahrelang gezockt habe, aktuell eher weniger, aber auch mit einem Gast. Und zwar mit einem Weggefährten der Helden, sage ich jetzt mal, dem lieben Gamer the Crow. Moin. Hi. Ja, Overwatch, ne? Ein Spiel, ich sag mal, für die Leute, die es nicht kennen sollten. Es ist ein teambasierter Shooter, der in der Zukunftsversion der Erde spielt. In dem Sinne. Wenn man es so nimmt. Ne? Ja. Ja, grundsätzlich wählt man sich ja aus, ich glaube, aktuell 32 Helden. Wenn ich richtig liege. 31 Helden sind das. Okay, kann auch 31 sein. Kann sein, dass Warte mal, ich guck noch mal. Warte, ich habe die Liste gerade vor mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21, 28, nee, 32 tatsächlich. 32 Helden. Hab die Seite nebenbei offen, wo die Helden aufgelistet sind. Achso, okay. Gut, ja. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf 31 kam, aber. Ach ja, 31 Helden soll. Der 31. Held sollte eigentlich der letzte sein, aber die haben ja dann nochmal einen Held dazwischen gequetscht. Genau. Ja. So, diese 32 Helden und verteilen sich ja auf drei Kategorien, die man eigentlich klassisch aus MMORPGs kennt: Tank, Damage und Healer. Jo. Wenn man so. Früher waren es sogar vier Kategorien, da hatten wir Damage, Tank, Healer und Defense. Stimmt, Defense. Hatte ich ja auch noch mitbekommen. Ja, jeder Held hat in dem Sinne seine eigenen Fähigkeiten und was ich persönlich ganz schön finde für einen Shooter, dass jeder Held auch seine eigene Backstory hat, die erzählt wird. In irgendeiner kleinen Form. Besser gesagt, in Overwatch 1 war es eigentlich im Spiel kaum Thema. Es wurde eher mit sogenannten Ankündigungstrailer einiges über die Helden gesagt, besonders über die Hintergrundgeschichte. Dann in den Comics, es gibt ja auch Overwatch-Comics, die man sich ja kostenlos angucken kann. Und generell auch über kleine Animationsfilme. Ja, genau. Die Blizzard rausgehauen hat. So im Spiel selber hast du von der Story wenig mitbekommen, bis fast gar nicht, außer das Archiv-Event war da. Da hatte man ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählt und musste dann per PvE, wer das nicht weiß, PvE bedeutet eigentlich Player versus Enemies. Genau. Also genau. Spieler gegen NPC-Gegner in dem Sinne. Genau. Ja, ich sag mal, durch die Events sind natürlich ein bisschen Story durchgekommen, ein bisschen erfährt man, finde ich auch, so zu den, wie stehen die Helden zueinander, auch durch die Dialoge, die tatsächlich so mitten im Game mal passieren, ne? Ja, aber das ist Stand jetzt eigentlich auch schon wieder veraltet. Es gibt ja viele Gerüchte und Mutmaßungen, dass zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, dass Junket und Rotok sich Talent angeschlossen haben, was im Spiel eigentlich nie erwähnt wird. Ist aber ein Gerücht, viele vermuten das, auf Reddit gehen immer solche Dinge ab.
Ja, Und okay. erst mit Overwatch 2, was jetzt eigentlich kommt, kriegen wir ja endlich mal die Story, die das Spiel verdient hat. Da hat man ja das PvE und das PvP. Ja, das ist Und das eine. spielt einige Jahre nach Overwatch. Ja, das ist ja sowieso so eine Sache, ne? Es wurde ja schon längst ein zweiter Teil mal angekündigt. Darauf wartet man natürlich. Ja, Ne? aber ich denke mal, durch Corona hat sich das eh alles verschoben. Ja, das sowieso. Ja, die Sache ist ja halt auch die, was auch schön ist, finde ich, dass die Maps, auf denen man ja kämpft, in dem Sinne auch zuzuordnen sind zu den jeweiligen Helden. Ne? Wenn man Ja. so mal zum Beispiel ganz doofes Beispiel, Route 66 mit Route 66 McCree Mc und und Ash. Ash zum Beispiel, beziehungsweise auch Echo. Weil Echo wird ja eigentlich, Ja, Vorsicht, Spoiler, nein. ne? Nein, nein. Ist das nicht Echo gewesen, die da aus dem Zug geholt wurde? Ja, aber das ist nicht ihre Map. Also nicht, die Maps sind eigentlich dafür da, also Maps, ganz klar, man kämpft ja darauf. Aber wenn man die Maps sagt, ja, die Map gehört zu dem Helden und die zu dem, ist es meistens eher mit dem Geburtsort verbunden. Ja, Und okay, Echo stimmt. hat einen anderen Geburtsort. Also Sie. bestes Beispiel ist ja zum Beispiel, oder die Maps, die Charaktere ein wichtiges Ereignis war. Beispiel Junkertown. Eichenweide, Reinhardt ist das beste Beispiel. Stimmt. Numbani ist dann Doomfist und Orisa. Dann Junkertown haben. mit Was? Junkert und Und Roadhog. Rotok und sogar Wrecking Ball. Stimmt, stimmt. Das hatte ich Wrecking Ball hat ja sogar, sorry, zwei Maps mit Mondkolonie Horizon, weil das gehört zum Beispiel, ist so eine Map für Wrecking Ball und Vincents Geschichte. Und Vincent hat noch zum Beispiel die Overwatch Base auf die Beta Maps. Also ich glaube, da sind wichtige Ereignisse oder da, wo sie geboren oder herkommen oder wo sie leben, das kann man sagen, dazu gehören die Maps Ja, zu so den ihre Helden. Heimat in dem Ja, Sinne. genau. Ne? Ja, in der Hinsicht natürlich gibt es auch die schlechten Seiten in dem Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch die Erfahrungen, die zumindest ich gemacht habe, ist das zum einen ziemlich das Matchmaking. Also. Das Matchmaking ist mittlerweile das kleinste Übel, sage ich jetzt mal, Okay, geworden. letzter Zeit weniger gespielt. Kann sein, dass sie das jetzt einigermaßen hingekriegt haben. Zumindest Nee. damals, wo ich aktiver gespielt habe, war das ja ein ziemliches Problem mit dem Matchmaking. Also Matchmaking ist schon ein bisschen besser geworden, aber das Problem an Overwatch an sich ist jetzt, dass das ein Nummer 1 Problem sind zurzeit die Smurfs. Stimmt, das ist grundsätzlich bei teambasierten Spielen ja immer so. Bestes Beispiel ist da auch zum Beispiel LOL oder so, ne? Naja, LOL eher weniger. Ich sag mal so, bei Overwatch merkt man das und das Ja, ist aber Blizzard gesch. man merkt halt allgemein so bei solchen teambasierenden Spielen, irgendwann hat man viel zu viele Smurfs drin. Ich sag mal so, bei den anderen Spielen würde ich sagen, es geht. Bei Overwatch merkt man das und bei Blizzard meiner Meinung nach einige Fehler gemacht hat. Und ich werde auch gleich über die Fehler von meiner Meinung nach über die Fehler mal reden. Weil Smurfs machen zurzeit Overwatch, besonders den, wie gesagt, Overwatch 1 zurzeit richtig herb. Ja, also ich meine mal, ich kann verstehen, dass es einige gibt, die in der Hinsicht, was weiß ich, als Platin-Spieler beispielsweise jetzt keinen Bock haben, nur gegen Platin-Spieler zu spielen. Kann ich auf der einen Seite verstehen. Auf der anderen Wieso Seite. kannst du, also das kann ich nicht verstehen.
Naja, weil man häufig dann in der Hinsicht irgendwie sich hin da hat, so, okay, ich bin Platin-Spieler, aber die anderen sind besser und dann raged man, weißt du? Und ich kann dieser Hintergrund, was in deren Köpfen so vorgeht, das kann ich nachvollziehen. So, ja, ich kann aber nicht nachvollziehen, warum sie dann sich auf die Neulinge stürzen. Weißt du? Es ist ja nicht mal Neulinge das Thema. Das ja, aber ganz einfach, die niedriger ranken, sag ich jetzt mal. Ich sag jetzt mal so, wie es ist. Ich bin jetzt Levos spielt das, hat ja gesagt, wenig. Ich spiele das mindestens im Monat 2-mal. Mit Event sogar 3-4-mal. Und ich habe folgendes Bessere, und das ist jetzt meine Aussage. Smurfs bringen mehr Smurfs. Das ist das größte Problem überhaupt. Wenn einer Platin oder so ist und kommt bei sich nicht weiter, gibt es welche, die sagen, ja, ich habe keinen Bock, wie du schon gesagt hast, immer auf die Fresse zu kriegen. Also mache ich mir einen Smurf-Account und renke mich nochmal neu ein. Hm. Das Ding ist, und hier fängt ja das ja schon Problem an, wenn er sich neu einrenken würde, bin ich der Meinung, muss er ja so spielen, wie er sonst auch gespielt hat. Ja. Nein, die spielen extra schlecht, damit sie extra in Bronze Silber kommen und gehen dir dann den Bronze Silberspieler auf den Geist. Und dadurch entsteht ein toxisches Community, wo dann viele neue sagen, ich habe keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen und hauen den Controller weg. Ja. Oder auch viele, die schon etwas länger dabei sind, sagen dann auch irgendwann, ich habe keinen Bock mehr, Rank zu spielen. Mhm. Overwatch in dem Sinne hat viele Spieler verloren und diese Spieler kommen höchstens wieder, wenn Event-Time ist, um gucken, oh, welche Skins sind neu, das und das und das und das. Bei den Cosmetic will ich nicht sagen, hat Blizzard meiner Meinung nach die machen sie echt die beste Arbeit da. Man sieht auch mal viel in viel Liebe und Detail in vielen Skins oder in Anime und oder in Highlight-Intros, Emotes, Siegesposen. Und das will ich dir nicht abschreien, das machen sie gut. Davon kriegen sie bei mir eigentlich generell immer so Benotung eine 1. Aber generell das Rank-System so. Wir haben ja zwei Arten von Rank-System. Wir haben einmal Free for All. Mhm. Das heißt, alle Rollen sind frei. Jeder kann jeden Helden spielen, den er will. Und dann haben wir die Rollenwahl mit zweimal Tank, zweimal Support und zweimal DPS. Genau. Und die Rollenwahl hat es damals sogar, finde ich, gut gemacht. Aber, wie gesagt, durch die Smurfs ist meine Meinung, geht vieles kaputt. Und zwar, ich nenne jetzt mal ein Beispiel von mir. Zili müsstest du noch kennen, ne? Ja, klar. Grüße gehen raus an Zili. Zili möchte mit uns oder mit mir spielen, aber weil er zu hoch eingerenkt ist, hat er gesagt, okay, ich mache einen Smurf. Und spielt er mit uns. Wir spielen ganz normal. Zili spielt auch auf dem normalsten Stand, den er sonst auch spielt, ne? Mhm. Aber wenn man dann von Zili hört, okay, das ist ein Smurf, das ist ein Smurf, ach, den kenne ich auch, das sind alles Smurfs, denkst du dir, okay. Bei unserem Team guckst du die nur an und siehst dann, wie an der Spielweise kann man ja sehen, wie weit einer so von Erfahrung ist, ne? Mhm. Und wie gut er ist. Und wenn du dann siehst, dass du auf Deutsch nur eine Gurkentruppe hast und das Gegnerteam mit 3-4 Smurfs bestückt sind, wo ein Genji, der gerade mal Level 28, 30 ist, auf Deutsch den Oberninja 3000 macht. Und Schlitz, Schlitz, zack, zack, alle tot, Teamkill. Und du denkst dir nur, willst du mich verarschen? Und was dann war das jetzt? Und dann kommt von Zili, ja, das ist ein Smurf. Dann denke ich mir, Alter, geil. Und dann bin ich schon ab und zu, weil ich hab dann krieg dann so eine Halsschlagader, dass ich den Controller in die Ecke schmeiße. Ja. Weil du, da warst du ja noch dabei. Bevor die Rollenwahl war bin ich Gold gekommen. Das habe ich mir so hart erkämpft. Oh ja. Weil ich immer knapp vor Gold geschaltet bin. Dann bin ich auf Gold gekommen. Dann kam die Rollenwahl und ich war
DPS und Unterstützer Silber sehr hoch, immer beim 1900er Bereich. Und Tank habe ich Gold geschafft bis 2100. Diese Season bin ich Tank Bronze. Ja, das ist, da sind wir zum Beispiel auch bei einem Thema, ne? Was du ja auch häufiger in unseren Spielsessions angeprangert hast, wo gesagt wird, da, also circa das, was du letzte Season warst, wirst du wieder eingerankt. Ja. Ja. So, das haben wir ja so gar nicht gesehen. Ne? Da bin ich ehrlich, haben wir gar nicht gesehen. Ich habe Videos gesehen, wo einer, der, ich weiß nicht, wie die Rangfolge ist. Wir haben Bronze, Silber, Gold, Platin. Platin, Diamond. Kommt denn danach? Kommt da schon die. Nee, Grandmaster kommt da ja nicht, ne? Warte. Habe ich jetzt leider. Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Muss ich mal, müsste ich selbst mal gucken, ob das hier irgendwo gesagt wird. Auf der offiziellen Seite. Guck gerade auf. Aber mal anderes Beispiel dafür, ne? Ich meine mal. Du hast ja auch gesagt, so man erkennt es an Spielstil her. Ne? Ich weiß, es ist so ein Moment, den findest du abfuck. Oder fandest du zumindest damals, ne? Aber ich nimm's warte jetzt. Warte kurz, ich hab's. Ah. Ich hab's. Okay. Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamond, Meister, Großmeister. Und dann stimmt. Kommt Top 500. Stimmt, Meister, Großmeister, 500. Und wenn ich dann eben gesagt, wie ich von Ziele höre, ach, das ist ein Smurf, und ich frage dann ohne Witz, ja, weißt du, was für ein Rang ist? Und du sagst, ja, der ist Meister, der ist Großmeister in seinen, eigentlich in seinen Hauptaccount. Dann denkst du dir, geil, was suchen die hier? Und gehen wirklich den auf den Pisser, die sagen, ich will mit meinem Account groß werden, ich will mit meinem Account wenigstens es zu Gold schaffen, ne? Und zack, es wird nichts. Weil Smurfs sind das Problem. Und dann wiederum, und das ist ein Teufelskreis. Wiederum gehen andere Spieler und fragen nach, hey, könnt ihr mir helfen? Und zwar große Leute, also wo sie wissen, ah, der ist Meister oder so. Ja, machen die sich ins Smurf. Yeah. Die, und dann wieder, dann kommt wieder eine Gruppe, wir brauchen Hilfe, kannst mir helfen? Dann kommen wieder ein Smurf und noch mehr Smurf und noch mehr Smurf. Das ist ein scheiß Teufelskreis. Ja. Ich bin ehrlich, und das ist meine Meinung, und ich, was ich schon gehört habe, im Overwatch 2 wollen sie die Smurfs angehen. Aber sie können es verstehen, warum manche Leute die Smurfs benutzen, wo ich mir sage, ich kann das nicht verstehen. Das ist der reinste Bullshit. Wie gesagt, aus meiner Sicht, ich verstehe schon, welche Intention dahinter steckt. Weißt du, aus welchem Grund die das machen. Aber ich verstehe nicht, warum. Also im Sinne von, warum sie unbedingt jetzt die auf den Sack gehen müssen, die weit unter sind. Weißt du? Ich meine mal, wie gesagt, was ich gerade andeuten wollte, ne? Man merkt's am Spielstil. Du kennst meinen Spielstil ein bisschen ja noch, ne? Ja. Ich bin der Noob vom Herrn. Ne, ich bin der Noob vom Herrn. So. Klar, viel Meurer und so, aber ich weiß, es ist jetzt ein Thema, das ist immer so ein bisschen, ne? Bei dir. Beispiel. Ich habe das Spiel zweimal. So. Du hast das. Ich auch. Ne, einmal PC, einmal PS4. Jahrelang hatte ich es über PC gezockt. Danach kam ich ja wegen euch über PS4. So. Ne, die erste Season, wo ich ja gespielt hatte, ich meine mal, wie gesagt, ich bin. Bitte nein, nein, ich bin nein, nicht. Nein, nein. Das ist jetzt nicht zum Ärgern, sondern wirklich. Ne, ich bin wirklich Noob vorm Herrn. So. Aber dieses Ein-Ranking-System ist in dem Sinne ja auch damals wirklich scheiße gewesen. So, ganz offen und ehrlich. Weil, ne, ich meine mal, du hast es wirklich jahrelang versucht, Gold zu kommen. Wurde es nicht.
Weißt du, ihr habt mich durchgezogen. Weißt du, ich habe ja nicht mal besser gespielt als ihr, sondern ihr habt mich wirklich durchgezogen und werdet Platin. Wo ich mir denke, so, das kann nicht deren Ernst sein. Ne, jemand, der wirklich jahrelang sich hart drauf trainiert, wirklich auf Gold zu kommen. Wenn jetzt auch nicht jeden Tag, aber ne, so allgemein. Dass der nicht mal schafft, auf Gold zu gerankt zu werden. Aber einer, der von PC auf PS4 rüber wechselt, direkt Platin hauen wird, ist auch nicht gerade, ne? Ist auch nicht, wie gesagt, das Einrenkungssystem, wie du schon gesagt hast. Beispiel, einer hat absichtlich seine Einrenkung versaut, hat 10-mal verloren, damals im alten System, oder 5-mal in jeder Rolle. Gab es auch schon, und der ist dann so eingerenkt worden, wie er letztes Mal rauskam, und ich denke mir, willst du mich verarschen, Blizzard? Ja, das ist es halt, ne? Ja, Also. das ist sorry. Und das gerade ich Blizzard an, hier hätten sie mehr machen müssen. Und das ist eben gerade das Problem bei Blizzard. Sie fokussieren sich zu doll auf Overwatch 2. Ich kann es verstehen, wollen, dass das Spiel fertig bringt, aber durch ihre, meiner Meinung nach, Vernachlässigung an Overwatch 1 entstehen noch mehr Smurfs. Ja. Weil die sind nicht mehr beschäftigt. Es gibt, jedes Event wiederholt sich. Selbst jetzt das Archiv-Event wiederholt sich zum zweiten Mal. Sprich, es gibt keine neue Story-Kampagne, die uns was von der Vergangenheit von Overwatch erzählt, ob es Blackwatch ist oder ob es die Anfänge von Tracer sind oder wo sie den einen gejagt haben, um rauszufinden, wo Doomfist ist. Ja, genau. Und das ist meiner Meinung nach falsch gewesen. Sie hätten echt ein Team abstellen sollen. Und da mit dem Team hätte weiter an So ein richtige Event-Team, Neuheiten. sage ich jetzt Ja, mal. So so, ein ja, oder. Event-Team, was halt auch dran arbeitet, neue Events reinzubringen, was dran arbeitet, auch ein bisschen die Backstory mit reinzuhauen. Nicht mal Backstory. Es geht einfach darum, solche Neuheiten, dass es Overwatch interessanter bleibt. Ich hatte es ja schon mal Ja. erwähnt gehabt in einem von meinen Videos. Das Archiv-Event. Und ich frage mich, warum da echt keiner ge drauf gekommen ist. Und das muss ich, dann denke ich mir, ich als dummer Hauptschüler, der auf die Haupt gegangen ist, ihr habt zwar jetzt mal einen Realschulabschluss, komm auf die beste Marketingstrategie für Overwatch 2 und die nicht. Ich sag mal so, das Beste, was sie echt machen könnten, wäre Corona nicht da gewesen, ich wäre der Meinung, Overwatch 2 wäre jetzt schon erschienen. Spätestens jetzt zum 5. Geburtstag von Overwatch. Ja, War ich ja fester der Meinung. das wäre ja dementsprechend noch mal so ein Bonus, sage ich jetzt mal, weil ne, gerade Jubiläum und dann zack, direkt ein neues Spiel, das wäre so gehypt hochgegangen. Ja, aber das Ding ist, und Levus und ich kommen beide aus dem Einzelhandel und wir wissen, was Marketing heißt, Oh Verkaufsstrategie. ja. Ich hätte es wirklich so gemacht, die letzten zwei Archiv-Events, jetzt also dieses und letztes Jahr, hätte ich echt für eine Art für einen Hype für Overwatch 2 benutzt. Ich hätte wirklich in den zwei Archiv-Events zwei Geschichten erzählt, die dann wirklich, wo das Archiv-Event von diesem Jahr da eine Story gibt, die dann anknüpft auf das, was wir dann schon an Bildmaterial gesehen haben, ne? Und dann kommt dann hier der Notruf von Münzen, bla 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 und so und so. Und dann zack, erledigen dann wie Archiv-Event die letzte Szene. Beispiel, der Kampf geht weiter, Overwatch oder Overwatch von der tolle Sprachfehler hoch 10. Overwatch versammelt sich am so und so so viel Mai Overwatch 2. Man hätte das Ja. Archiv-Event super als Kampagne benutzen können, also als Für den zweiten. Werbekampagne, ja, für den zweiten. Das hätte man so geil machen können, aber Blizzard hat sich da viel zu sehr auf
Overwatch 2 konzentriert und haben Overwatch 1 fallen gelassen. Und deswegen verlieren sie auch Spieler. Wenn sie jetzt sagen, ja, wir kriegen neue Accounts immer dazu, dann sag ich ja, von den 10 Accounts sind mindestens über die Hälfte Smurfs. Ja. Also ganz ehrlich, was mir halt auch gerade bei den ganzen Events so aufgefallen ist, sie versuchen das eigentlich im Grunde nur nochmal neu reinzuschmeißen. Ne? Also ja. Ich sag mal, hier das Halloween-Event, Junkenstein. So, da haben sie es am Anfang schön Junkensteins Monster und allem schön gut gemacht, auch mit den Skins und allem. So, die Jahre danach haben sie im Grunde eigentlich nur versucht, den Modis ein bisschen herausfordernder zu machen. In dem Sinne von schnellere hier Mechs, die dann angreifen, beziehungsweise so ein Endlosmodus und so, wo ich mir denke, so, da hätte auch ein bisschen was Neues reinbringen können. Und nicht nur eine Herausforderung dazu. Ja, also man hätte ja so auch machen können, Idee, Gedanke, Junkerstein ist wirklich ins Schloss eingedrungen und die nächste Geschichte spielt im Schloss. Beispielsweise. Ist, ja, etappenweise, dass wir dann den Thron, das da beschützen müssen. Oder vielleicht zurückerobern. Oder zurückerobern, das oder... die haben die geben sich zwar mit den ganzen Herausforderungen ein paar Mühe, ne? Weil das Spiel besteht aus Nullen und Einsen. Das sind Umprogrammierungen von ein paar Codes und sagen, jo, jetzt sind sie schneller, jo, jetzt sind sie das. Ich finde, sie haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht. In der zweiten Junkenstein-Event haben sie wenigstens die neuen Halloween-Skins. Mhm. Wenigstens im Junkenstein-Spiel mit eingebunden. Ja. So, und ab dem dritten Junkenstein-Event nicht mehr. Da haben sie nicht mal die Mühe gemacht. Ja, da wir ja auch bei 30 Minuten sind, ein letztes Thema würde ich noch ankreiden wollen, weil du ja auch gerade Skins und so gesagt hast. Das schon sehr umstrittene Thema Lootboxen. Lootboxen. Weil das Thema war ja auch medientechnisch ein bisschen angekreidet, sind die Lootboxen Glücksspiel oder nicht, ne? Beziehungsweise, ich meine mal, gerade jemand wie du, der ja sehr viel gezockt hat, sehr viele Lootboxen da aufgemacht hast, und sehr viele Skins und schon hast, habe ich so das Gefühl, haben sie sich nicht das die Mühe gemacht, da eine Balance reinzukriegen. Wenn ich mal so die letzten Jahre gucke, die wir zusammengezockt haben, im Grunde, wir haben ja am Ende unserer Streams immer die Lootboxen. Darf mich nicht versprechen. Immer geöffnet. So. Und im Grunde, ich hatte immer neu. Und du, ja, alles habe ich schon. So, weißt du? Ja. Das Balancing, ja, da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen unbeholfen, aber ich verstehe es auch teilweise, warum, ganz einfach, weil du größtenteils alles normale, blau ist das, glaube ich, episch, oder selten, schon hast, und dann kommen die Lilanen, die epischen, die Legendary, die von der Prozentzahl her kleiner sind. Mhm. Kann ich verstehen, dass man nicht so schnell... Nee, falscher Gedankengang. Geil. Nein, also ich verstehe nicht den Wirbel darum. Erstens, Lootboxen, bin ich der Meinung, sind kein Glücksspiel. Du kannst sie ja spielen. Klar, du kannst sie auch kaufen. Und wenn eben ein 11-Jähriger, 10-Jähriger oder 13-Jähriger Lootchesten, jetzt sag ich auch Lootbox. Ja, ich weiß, das ist ein leicht verwirrend, also ja, Lootboxen kauft,
Und das ohne Wissen der Eltern. Sorry, Gruß gehen alle Eltern raus. Passt auf, was euer Kind macht. Ne? Dann ist das halt so. Dann müssen die Eltern mit ein Auge drauf haben. Ich von meinem Teil hole mir auch nur Lootboxen, wenn Eventzeit ist. Wo ich sage, ich investiere mal 5 Euro oder 10. Aber das war es dann auch schon. Und die Droprate, ja klar, Legendary ist immer schön, aber wenn du schon alles hast, was willst du dann größtenteils dann noch, wenn die nur noch Legendary und Episch fest, ja. Ja. Was willst du dann machen? Ja, da ist die Drop-Chancen ein bisschen niedrig. Ja, und, klar. Und wie gesagt, Lootboxen als Gewinnspiel, als Glücksspiel zu bezeichnen, ja, das es gab damals, kennst du noch die Wundertüte? Genau, ja. Die Wundertüte, die du in jedem stinknormalen Laden kaufen konntest. Gibt's tatsächlich heutzutage noch, haben wir sogar bei uns. Ja, du weißt nicht, was drin ist, ne? Da müsste theoretisch das auch ein Glücksspiel sein. Ja, das ist es halt, ne? Diese Thematik, ne? Man hat halt, man weiß nicht, was da rauskommt, es ist zufällig, ne? Das war diese Thematik, die halt viele da auch ein bisschen mit hintergehauen haben, so, das könnte Glücksspiel sein, ne? Wo ich mir denk, so, eigentlich kannst du das dann bei fast jedem Spiel sagen. Ja, weil ich meine mal, andere Spiele wie, was weiß ich, World of Warships haben auch irgendwelche Boxen mit drin, die wo was randommäßig drin sein können. League of Legends hat League of Legends. Meisterschaftsrunde, Hextech-Truhe. Du weißt auch nicht, ja, was drin ist. Ne, also, wie gesagt, das ist im Grunde auf Spiele, die viel mit Skins und so zu tun haben, in dem Sinne kann man das auf die ganzen Spiele dort dann auch sagen, Glücksspiel, wenn man es wirklich so nimmt. Ja, wenn sich die Politik da so aufregt und so und die Macher nicht von ihrer Lootboxen, was weiß ich, aber nicht ablassen wollen, soll es eine gesetzliche Einigung geben, dass mindestens entweder die Drop-Chance einen bestimmten Wert haben muss, von eben Legendary und so, ne, verstehst? Dass das dann gesetzlich festgeregelt wird und dann ist gut. Ja, das ich bin der Meinung, wenn ich dann auch lesen würde bei einem Spiel, ja, die Drop-Chance einer Legendary besteht unter, sag ich jetzt mal, 10%. 0,000 oder so, ja, klar. Dann ist es für mich auch ein bisschen Abzocke, aber wenn das so sagt, ja, Legendary höchstens 1 bis 5%, ja, gut, hast du eben 1 bis 5% Chance, ein Legendary zu ziehen. Genau, so unter 5%, maximal 5%, so Legendary, was weiß ich, dann episch, sagen wir mal 15% oder 25%, ja, genau. So, und dann immer je häufiger das sein soll, desto höher dann die Prozentzahl. Genau. Ne? Das ist klar, aber dass das halt auch dann zum Beispiel angegeben werden soll, so. Weißt du, gewöhnlich bei so viel Prozent. Episch so viel Prozent. Ne, muss ja nicht direkt die Items sein, sondern lediglich die Kategorie. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie wir in der Zeit stehen, aber ich möchte gerne nochmal kurz was sagen. Also stehen jetzt bei 33 Minuten, aber sag ruhig. Okay, Freunde, ja, was ich noch generell sagen will, Overwatch ist generell eigentlich ein sehr gutes Spiel. Die Champs machen Spaß, es macht generell die Maps Spaß, hier zu erkunden, Easter Eggs zu suchen. Blizzard hat auch einiges richtig gemacht. Stimmt, Easter Eggs haben wir gar nicht gesagt. War? Stimmt, auf Easter Eggs sind wir gar nicht gekommen bisher. Ja. Blizzard hat das meiner Meinung nach auch mit den kleinen Events und mit den großen Events, mit diesen Challenges, die jetzt auch nochmal aufgewertet haben, finde ich das schon gut. Aber meiner Meinung nach, was eben Blizzard, wo sie sich eben selbst ans Bein geschossen haben, war damals einfach, dass sie die Arbeiten an Overwatch 1 minimal gehalten haben. Sprich, dass nur immer irgendwelche Kleinigkeiten neu dazu kamen. Natürlich das sogenannte Smurfing, dass sie das nicht da generell angegangen sind. Wie gesagt, ich muss mich jetzt von Tank auf Bronze auf Silber wieder kämpfen und das kotzt mich jetzt schon an. Wenn ich genau weiß, es wird viele Smurfs wieder geben.
Oder du hast behinderte Teammates, die einfach zu dritt auf einen zurennen, der Lowlife ist, und die zwei Gegner nehmen dann die Base an, und du denkst dir, Alter, ihr seid zu dritt, da sind zwei, die sind Half-Life, und ihr jagt einen, der hat nur noch wenig Leben, seid ihr bescheuert? Ja, okay. Für die Spielweise der Spieler kann ja Blizzard nichts. Nee, aber... So fair müssen wir ja sein. Ja. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, manche Spieler sind einfach Bots von Blizzard, bin ich ehrlich. Und ja, und natürlich das Smurfing, und ich muss, dass da Blizzard nicht rangegangen ist und das einfach mal angepackt hat. Das ist eben das größte Problem. Ich bin gespannt, wie Overwatch 2 wird. Ich hoffe, dass da einiges geändert wird. Ich hoffe nur das Gute in Overwatch 2. Ich werde es mir holen. Weil das Spiel hat mich gepackt. Und ich danke dir, lieber Blizzard Gott, dass du May wenigstens das Einfrieren in Overwatch 2 weggenommen hast. Und ich bin ehrlich, May ist der schreckhafteste, scheußlichste Gegner aller Zeiten, den man hat. Ein süßes kleines Mädchen, das in Wirklichkeit der Teufel höchstpersönlich ist. Ich schwöre, den Overwatch 1 nervt sie mich immer. Nervt sie mich immer noch und wird sie mich immer weiter nerven. Wie kann man nur so einen Charakter so übertrieben darstellen? Sie kann sich heilen, sie kann dich blockieren und kann dich einfrieren. Blizzard, wer die mehr erfunden hat. Beziehungsweise. Daumen runter! Beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, wie weit die dort genervt wurde, aber damals war es ja so, sie hat dich eingefroren, einen Schuss auf deinen Kopf, weg bist du. Ist immer noch so, bei Tanks brauchst du natürlich mehr. Ja. Aber ihre Kryo-Heilung hat zugenommen und irgendwas war noch. Ach ja, und der Schaden der Sekundärwaffe, also diese Eiszapfen, ist da hochgegangen. Ja. Ne? Aber trotzdem, ne? Du hast halt wirklich, sie hat sich hinter dich geschlichen, weißt du, friert dich ein, du denkst dir so, Alter, nicht dein Ernst. Und dann, dann schießt sie einmal in deinen Kopf, du bist von Full Life auf tot. Einfach, weißt du, das hat mich auch immer genervt. Die Mail-Spieler raus, ey, ich schwör's euch, wenn ich rausfinde, wo ihr wohnt, ihr seid fertig. Wenn mich jeweils auf meine Mail einfriert und sich vor mir steht und Hallo sagt, soll ich euch eins, ich finde euch und Karotten. Was? Zu diesen Worten halte ich mich weg. Das ist Cross-Meinung. Nicht, dass... Ja, ich weiß, du würdest auch gerne mitmachen. Was ich denke und sage, ist eine andere Sache. Nur, ne? Weiß ja. Drohung auf YouTube, das ist uncool. Wieso? Ich habe ja nicht gedroht. Ich habe nur gesagt, dass ich mich hier erleichtern will. Ja. Ja. Das war in dem Sinne jetzt erstmal das erste Game React. Vielen Dank an meinen werten Gast GamerDecor. Nicht zu denken. Wenn ihr natürlich bei ihm vorbeischauen wollt, unten in der Videobeschreibung ist sowohl sein YouTube-Kanal als auch sein Twitch-Kanal verlinkt. Danke. Und ja, irgendwelche abschließenden Worte noch zu Overwatch? Liebe Moira-Support-Spieler, ich bin selbst Moira-Main. Man kann heilen. Man ist nicht nur für Damage da, man kann heilen. Ja. Dementsprechend, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche zum nächsten Freitag wieder rein, wenn es denn hier zum neuen Spiel ein Game React gibt. Also, tschüss, ciao, euer Livos und zockt gut, euer GamerDecor.